Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Solo Run. Ich habe jetzt trainiert bis auf Level 7. Ich muss noch heilen. Ganz schnell. Ich glaube, ein Level höher als das Bisasamba. Aber ja, man muss auch bedenken, dass Taubsi auch nicht so ein mega starkes Pokémon ist. Ist einfach alles wegrotzt, was dem Ja, ich arbeite an Pokédex. Nein! Ich hab doch schon Pokémon gefangen. Ja, wie gesagt, Taubsi ist nicht so ein mega starkes Pokémon. Also Bisasam ist natürlich auch kein mega starkes Pokémon, aber im Vergleich ist Taubsi doch eher schlechter von den Werten her. Und ich hatte gehofft, Taubsi würde noch eine Flugattacke lernen. Ich komme immer aus Versehen auf Dingens. Ja, ich hatte gehofft, Taubsi würde noch schnell eine Flugattacke lernen, aber den war doch nicht so. Ja, danke, brauche ich nicht. Danke. So. Bevor ich es wieder vergesse. Animation 1, Kampfstil, Folge. Wechsel brauchen wir nicht. So, Rahmen. Oldschool? Nee. Ach komm, nehmen wir einfach den normalen. So. Taubsi hat aber in der Tat eine Attacke gelernt. Und zwar, glaube ich, nur Sandwirbel. Ja. Und ich habe nachgeguckt, was Sacht für ein Wesen ist. Ja. Ganz okay. Steigert, glaube ich, Spezialverteidigung und senkt den Spezialangriff. Also. Spezialangriff werde ich sowieso nicht brauchen, ist ein motherfucking Taubsi, Tauboga, Taubos, aber aber gut. So, ich will hier gegen Trainer kämpfen. Du bist keiner, oder? Meine Freunde und ich, ja. Gab es hier links welche? Ich glaube, hier gab es zumindest Items. Hier oben? Da ist was. Und da ist ein Pokémon. Hallo Hornlio. Es war nebenbei bemerkt ganz schön schwer, das Taubsi auf Level 7 zu ziehen am Anfang. Weil es so... Oh. Diese Defensivwerte, die sind so für den Arsch. Das ist einfach mal mit... Ja, zwei, drei Tackeln einfach schon sofort tot war. War nicht schön. Ich glaube, ich bin auch 5 oder 7 Mal so um den Dreh rum im Poké Center wieder aufgewacht. So. Aber es levelt ja relativ schnell. Moment. Ein Pokéball werde ich vermutlich nicht brauchen, denn ich habe zwar noch welche gekauft. Auf jeden Fall, dass mir ein Shiny mir entgegenspringt, weil ich liebe Shinies. Viele zumindest. Wenn sie halbwegs nach was aussehen. Du bist kein Trainer. Nein, bist du nicht. Hallo Raupi. Und ja, falls mir ein Shiny entgegenspringen sollte, werde ich es halt auch fangen. Zwar nicht benutzen, aber fangen. Einfach, damit ich es habe. Hat mein Tackle nicht getroffen, oder was ist hier los? Los! Geht doch! Und schon fast wieder ein Level hoch, meine Güte. Und einen Trank, den werde ich eher gebrauchen. Ja, hallo, Raubi, danke. Danke, dass du dich zur Verfügung stellst, mir ein Level abzugeben.
Finde ich sehr, sehr freundlich von dir. Ja, mach ruhig deinen Fadenschuss. Ich kann damit leben, wenn ich langsamer bin. Bin ich aber nicht. So, Level 8. Keine neue Attacke, nehme ich an? Nein, kein Windstoß. Schade. So, du bist aber ein Trainer. Der erste Trainerkampf. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Ja, ich weiß, dass man noch gegen Penis kämpfen könnte, aber ich lasse das jetzt einfach mal. Also, wenn man jetzt bei Vetania City nach links geht. Aber nee. Darauf habe ich nicht so Lust. Na komm, mach. Danke. Wollte schon sagen, mach Fahrenschuss. Aber vermute vielleicht jetzt schneller als ich. Das wäre nicht so toll. Ah gut, ich bin nicht vergiftet. Puh. Das war meine einzige Sorge bei dem Hornio. Wow. Ach, Raupi. Raupi ist nicht so schlimm. Raupi kann nur Tackle und Fahrenschuss. Kann nicht vergiften oder sowas. Das finde ich gut. Bin ja gespannt, wie das in der Arena wird. Wenn Vogel-Pokémon gegen Gestein-Pokémon. Oh, Windstoß. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ah, Raupi hat es nicht geschafft. Ja, hättest du vielleicht was anderes fangen sollen. Surprise, Patsex. Hier, ein Pokémon-Trainer steht sich nicht so einfach davon. Ich hab dich angesprochen. Ich wollte mich nicht wegschleichen. Naja, dein Hornio Level 7 wird jetzt erstmal einen Windstoß ins Gesicht bekommen. Vielleicht reicht es ja. Fast. Nicht vergiften. Danke. Soweit habe ich ja Glück mit dem Giftstachel. Raupi oder noch ein Hornio? Egal. Vielleicht reizt es ja jetzt. Vielleicht hat es eine schlechte. Nee, hat's nicht. Aber es wollte Fadenschuss machen, der sowieso dagegen, daneben ging. Soll mir recht sein. So, Level 10. Das geht ja auch ratzfatz hier. Und Kokuna. Ach Mensch, sieht man dich auch mal. Ja, mach ruhig dein Härtner. Der nächste Windstoß wird reichen. Und Bams. Beziehungsweise ich könnte ja gleich ja nochmal zurückgehen nach Vetania City und dann gegen Penis kämpfen. Ich glaube, das mache ich. Hallo Item. Oh, Gegengift. Werde ich vermutlich brauchen. Wenn die hier alle mit hohen News ankommen. Juhu. Hallo Safcon. Du wirst mir jetzt ein Level abgeben. Und du hast keine Wahl. So soll das sein. Okay. Die Werte steigen regelmäßig anscheinend. Hallo? Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Nee! Hätte ich ja nie gedacht. Oh, hallo Safcon. Los, Lasagne. Windstoß. Ja, von mir aus. Mach ruhig dein Härtner. Tackle wird jetzt trotzdem reichen. Siehst du? Ach, ein Raupi. Ich dachte, jetzt würde noch ein Safcon kommen. Aber nein, nein. Dem ist doch nicht so.
Ja. Und das nächste Safkon. Wow, was für eine Abwechslung. So. Okay, Initiative 2, ja. Oh, ich hab verloren. Ach Mensch. No shit, Sherlock. Na? Ah, dachte ich mir schon. Wäre zu einfach gewesen, da durchs Gras zu laufen, ohne dass man vom Pokémon angegriffen wird. Sehr gut. Wow, das hat mal so gar nichts gebracht. Gibt es hier in dem Spiel keine Turbo-Träte oder habe ich die einfach nur verpasst? Ich nehme so ein bisschen an, dass ich sie verpasst habe. Müsste ich gleich recherchieren. Hey, warte, warum die Eile? Ja, ich will hier irgendwie weiterkommen. Also, ich finde so Fortschritt eigentlich ganz cool. Oh, Level 9. Das könnte eventuell eine kleine Herausforderung sein. Nicht wirklich. Mach nichts, ich hab Gegengift. Ach, du vergiftest mich nicht mal. Oh, mein Deckel geht daneben, natürlich. Jetzt vergiftest du mich wahrscheinlich. Doch nicht. Habe ich denen wohl zu viel zugetraut? Rudolf. Uff, du bist gut, ich gebe auf. Na, letztes wahrscheinlich. Ein Raupi, Level 3. Ach, weißt du was? Wow. Das war fast ein One-Hit mit einer nicht sehr effektiven Attacke. Ja, bringt zwar nicht sehr viele Erfahrungspunkte, aber besser als nichts. Obwohl, soll ich vielleicht... Ich überlege, ob ich jetzt zu Vertania City gehen soll. Ich meine, Penis ist sicher ein einfacher Gegner als Rocco. Und würde auch ordentlich Erfahrungspunkte geben. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach, aber dafür nehme ich jetzt diesmal die Speed-Taste. Damit es nicht ganz so lange dauert. Kann währenddessen Hornlius und so kloppen. Sio. Und nie. Bams. Oh, Level 13. Sehr gut. Ruckzuckhieb. Sehr schön. Ich mag Ruckzuckhieb. Solche Prio-Attacken sind durchaus nützlich. Ja, Härtner wird vielleicht nicht auch nicht reichen. Okay. Zip. Ups, da hätte ich vielleicht rechts abbiegen sollen. Ach, egal. Bams. Tot. Hallo, Raupi. Tschüss, Raupi. So. Na, komm schon. Jetzt nochmal schnell ins Pokémon Center und dann... Dann wird gegen Penis gekämpft. Ich weiß nicht, auf welchem Level sein höchstes Pokémon ist. Keine Ahnung. Level 10, Level 11? Hallo, du da. Hey, Saminka. Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es. Wahrscheinlich besitzt du nicht mal einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ja. Sind sie. Beziehungsweise ist es. Rivale Penis. Taubsi. Ach Mensch, du hast auch ein Taubsi. Aber mein Taubsi ist viel besser. Ich meine, es ist 4 Level höher und heißt Lasagne. Lasagne. Diesen Namen musst du dir auf die Zunge zergehen lassen. So, das war einfach. Jetzt kommt ein Glumanda. Ruckzuckhieb oder Windstoß? Beide sind Step-Attacken. Beide sind physisch. Zumindest in dieser Generation.
Ich weiß nicht mal, welche die höhere Grundstärke hat. Ich nehme mal jetzt mal an, dass Ruckzuck die höhere Stärke hat. Was machst du denn mit dem Scheiß hier rum? Aber gut, solange du mich nicht tötest mit einem One-Hit oder so. Pff, lame. Komm, Level 14. Ah! Verdammt. Das war kein Glück, das war Können. In der Bockmolia gibt es viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Und du sollst aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ja, wer hat dir denn gerade den Arsch aufgerissen? Das war kein Priester. So, noch einmal schnell heil und dann wieder mit der Speed-Taste wieder nach Memoria City. Ich liebe die Speed-Taste. Ich muss aufpassen, dass ich die nicht zu oft verwende. Ich meine, für solche langen Wege, ich glaube, das ist durchaus von der Gesellschaft akzeptiert, wenn man einfach mal das vorspult. Weil sonst würden wir jetzt hier nochmal 5 Minuten hier durch den Wald laufen. Den wir eh schon gesehen haben und die schon... Ah, ich lehne mich ja nochmal so weit aus dem Fenster heraus und sage, dass jeder von euch schon den Vertania-Wald gesehen hat. Und gleich entwickelt es sich, glaube ich, schon so tabu war. Ja, ich werde Taubsi entwickeln lassen. Weil sonst dauert es einfach zu lange. Das Projekt sollte nach Möglichkeit nur diesen Monat gehen und dann wird dann mit Pokémon Silber angefangen. Mit einer Randomizer Nuzlocke. Also, ich werde es euch erklären, wenn es soweit ist. Aber wer sich den Link angeguckt hat, ich werde den vermutlich in jeder Folge posten. Oder als Anmerkung, wenn es geht. So, du setzt Gesteins-Pokémon ein. Ich glaube, der hat aber nur Sand an. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rock antreten kannst. Mit Lichtjahr messt man die Entfernung, nicht die Zeit. Das habe ich damals in diesem Spiel gelernt. Oh, Level 10. Das wird nicht so einfach. Ich nehme Windstoß. Einfach weil es, glaube ich... Nee, ist doch nicht neutral. Oh, das wird eine scheiß Arena. Vor allem jetzt. Vor allem, wenn er mit so einem Scheiß ankommt. Oh Gott. Wie viel Schaden macht er? Mit einem Volltreffer macht er 10. Na gut, ich habe ja ein paar Tränke. Ich glaube, ich nehme die Speed-Taste. Sonst... Oh, Volltreffer, danke. Sonst dauert es einfach viel zu lange. Macht er immer nur ein Igler? Kann er auch mal angreifen? Ja, danke. Okay, jetzt ein Trank. Auch wenn es nicht so wirklich heilt. Sein Tackle ging gerade daneben. Ich glaube, dass er Tackle eingesetzt hat. Bitte kritte nicht. Okay, das muss jetzt reichen. Danke. Alter Verwalter, Sandan. Ich nehme noch einen Trank. Auch wenn das jetzt vermutlich nicht so hartnäckig sein wird. Was relativ guten Schaden macht. Oh, ich habe 17 Windstoß gebraucht, um das Kleinstein loszuwerden. Holy shit, das macht 6. Mach doch auch mal einen Igler. Das fände ich ganz cool. Ja, danke. Dann muss ich nicht noch einen Trank rauswerfen. Apropos Tränke, ich sollte vielleicht... Ich sollte vielleicht noch ein paar Tränke kaufen gehen. Ich glaube, die werde ich gleich brauchen. Sowas wie AP Plus kann ich, glaube ich, auch eigentlich gebrauchen. So, brauche ich hier sonst noch was von? Nicht jetzt. Ich kann nur 2 Tränke leisten. Sonst noch etwas? Ich werde bestimmt den ersten Kampf verlieren. Ich kaufe noch ein Gegengift. Nee, ich lasse es.
vor Arena-Kämpfen habe ich mir jetzt immer angewöhnt, immer so viel Geld wie möglich auszugeben, damit ich im Falle eines... Ja, im Falle, dass ich verliere, nicht allzu viel Geld verliere. Weil wenn man verliert gegen einen Trainer oder auch irgendwann auch gegen... Ich weiß nicht, ab welcher Generation die es eingeführt haben, dass man, wenn man gegen wilde Pokémon verliert, auch Geld verliert. Die Hälfte, glaube ich. Über einen bestimmten Prozentsatz zumindest. Ja. Und ich will den Arena-Leiter nicht so viel Geld in den Arsch pumpen. Ich glaube, die verdienen auch so gut genug. So.